Hallöchen, 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 willkommen zurück zu Seville. Ich habe eine ganze Langeweile nicht mehr aufgenommen und habe mir aber extra nochmal die letzten paar Minuten der letzten Folge angeguckt, beziehungsweise sogar noch ein paar mehr der letzten Folge. Und hier ist ja schon eine der Botschafterinnen hier, die Heldin. Wie kriegen wir die denn da raus? Die will ihren Juryjob fertig machen. Wie kriegen wir das denn hin, dass Hallo das passiert? Nochmals. Hallo! Wann ist Showstar vorbei? Wann ist Showstar denn vorbei? Wir brauchen die Heldenbotschafterin dringend für eine Abstimmung. Ich fürchte, da werdet ihr sehr lange warten. Showstar ist als unendliche Staffel konzipiert. Toll. Das bedeutet, dass wir auf Jahre und Jahrzehnte noch neue Folgen produzieren werden. Da es meine Show ist, bestimme ich, die großartige Agelo, wie lange die Show läuft. Toll. Wie lange soll die Showstar ist als unendlich. Das bedeutet, dass da ist. Wie kriegen wir dich dazu, Showstar abzusetzen? Ja, ich sag's immer doppelt, ich weiß, Geran. Ich mach's trotzdem. Wie kriegen wir dich dazu, Showstar abzusetzen? Showstar absetzen? Seid ihr wahnsinnig? Das Konzept ist eine wahre Goldgrube und ideal für mein geschundenes Ego. Ich bin hier der Star. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und wann fängt's an? Wann fängt Showstar denn an? Leider haben wir noch nicht genügend Leute beisammen, um eine Staffel abzudrehen. Okay. Was fehlt denn noch? Was für Leute werden denn für dieses Showstar noch benötigt? Wir haben im Moment nur 2 Juroren, aber es werden 3 benötigt. Ein solcher Juror sollte natürlich über Mode und Style Bescheid wissen und am besten selbst über ein blendendes Äußeres verfügen. Ah. Bisher hat sich niemand gemeldet, als Model gegen mich anzutreten. Das ist natürlich verständlich, aber trotzdem bräuchte ich noch 2 weitere Kandidaten. Ah, Showstar braucht natürlich auch einen Moderator. Oh Gott, was ist die Aufgabe? Was ist die Aufgabe des Moderators? Nun ja, er muss die Show eben einleiten, sollte witzige Sprüche loswerden, um das Publikum zu erheitern. Außerdem wäre es gut, wenn er einen gewissen Bekanntheitsgrad hätte. Im Prinzip also der Pausenclown. Wer würde so etwas freiwillig machen? Kannst du will Moderator sein? Was? Wie? Seville? Der ehemalige Tyrann? Aber natürlich, das ist eine wunderbare Publicity für meine Show. Willkommen im Team. Aber... Komm schon, Seville, das wird sicher ein Spaß. Naja, vielleicht kann ich wenigstens ein paar sarkastische Bemerkungen über die Niveaulosigkeit des ganzen Konzepts abgeben. Genau, immer positiv denken. Also für diesen Juror, der irgendwie toll aussehen muss und Ahnung von Mode und Style haben muss, da schwört mir doch gleich der Herr Ambrosius, der Paladin, durch den Kopf. Kann ich als Model mitmachen? Kann ich als Model mitmachen? Du? Ein kleines Mädchen? Ha, aber natürlich! Du glaubst wohl, dass Agelo schon zum alten Eisen gehört, was? Altes, rostiges Eisen. Nur zu, du kannst mitmachen. Die große Agelo ist so jung und dynamisch wie eh und je. Es ist noch nicht so weit, dass ich durch eine jüngere ersetzt werde. Okay, gibt's eigentlich was zu gewinnen? Gibt es bei Showstar eigentlich etwas zu gewinnen? Aber natürlich! Wow! Die Gewinnerin der aktuellen Staffel von Showstar kommt auf das Cover der großartigen Ferropolitan. Gibt es auch einen Preis, der wirklich etwas wert ist? Du meinst so etwas wie Gold, Juwelen, Edelsteine und andere Schätze? Genau, genau, so etwas meinte ich. Nein, so etwas gibt es nicht. Oh, toll. Gehen wir. Gehen wir. Okay, dann müssen wir nochmal mit der Heldin reden, dass wir die irgendwie hier rauskriegen. Grüße. Grüße. Können wir nichts Neues reden. Auf bald. Dann gehen wir mal, wo kommen wir hier runter? Ach da, da unten irgendwie. Gehe zur Tribüne, ja. Ambrosius, du kennst dich doch aus mit Mode, Style und Haarfrisuren. Du bist der perfekte Juror für hier, diese Show. Ihr schon wieder? Ich sagte doch bereits, dass ihr den Passierschein A39 benötigt, um an mir vorbeizukommen. Ja, war ja. War es nicht A38? A38, wie auch immer. Ich lasse euch nicht vorbei, ohne diesen Schein. Interessiert es dich eigentlich nicht, dass Showstar noch einen Juroren sucht? Showstar sucht noch einen Juroren? Ja, sie suchen noch jemand, der kritisch die Models bewertet und ihre Haarpracht in Augenschein nimmt. Tja,
Darauf kann es nur eine Antwort geben. Ich, als kritischer Paladin, Träger der prächtigsten Haarpracht in ganz Verianis, habe einen geschulten Blick, was Frisuren angeht. Was sollte das für ein erbärmlicher Wettbewerb sein, der ohne mich stattfindet? Egal, ob ich nun mit meiner Schönheit die anderen Kandidaten aussteche oder ob ich mit meiner Erfahrung und meiner kritischen Natur der Jury zur Seite stehe. Ich bin ein wahrer Kenner der Materie. Ach, was sag ich? Ich bin die Materie. Ich bin sozusagen ein schwarzes Loch, was Mode angeht, denn ich sauge alles in mir auf und... Das schwarze Loch ist eher in deinem Kopf. Schon gut, ich sehe schon, du wärst der ideale Juror für Showstar. Solltest du dich nicht besser gleich auf den Weg ins Theater machen? Stimmt, du solltest dich beeilen, ehe noch so ein Karl Lagerwiese oder Kelvin großkommt und dir die Stelle wegschnappt. Tja, wer würde solche Kretins in die Jury nehmen, wenn er mich, den einzigartigen Ambrosius, haben kann? Also... Dann werde ich mich auf den Weg zu diesem Wettbewerb machen. Ihr beide werdet doch die Stadt nicht verlassen, solange ich dort beschäftigt bin, nicht wahr? Nein. Natürlich nicht. Großes Pfadfinderinnen-Ehrenwort. Wunderbar. Dann entschuldigt mich kurz. Ich muss mich um etwas Wichtiges kümmern. Oh, ich bin schon so gespannt auf diesen Wettbewerb. Ach, hoffentlich wird das Ganze auch eine gute Show. Vielleicht sehe ich auch ein paar neue Haarschnitte, die ich mir vielleicht abschauen kann. Oh, was bin ich aufgeregt. Ach, wie süß. Es war ja viel leichter, diesen Schwachkopf loszuwerden, als ich dachte. Habe ich schon erwähnt, wie wunderbar es ist, auf der bösen Seite zu stehen? Die Guten sind einfach allesamt dämlich und leicht zu übertölpeln. Aber gute Menschen sind einfach viel, lieber. Würdest du es nicht auch lieber sehen, wenn dich die Leute verehren würden, als dass sie dich als fiesen Tyrann verabscheuen? Willst du meine ehrliche Meinung dazu hören? Ehrlich gesagt, nein. Okay, können wir jetzt gehen? Oh, zeige Ferianis Karte. Was ist das alles hier? Was ist das? Was ist das? Wo bin ich da? Warum steht da nicht, wohin ich gehe? Eben ist übrigens irgendwas gegen das Fenster geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich habe mich ein bisschen erschrocken und erschreckt. Protestschilder. Protestschilder gegen die Rodung des Elfenwaldes. Nieder mit den Baumschändern, stoppt die Maschinen, tot den Kapitalisten. Yay. Besonders friedfertig hören sich diese Proteste aber nicht an. Nun ja, große Menschenmassen haben sich noch nie durch Friedfertigkeit oder gesunden Menschenverstand ausgezeichnet. Das stimmt. Gebüsch. Ein gewöhnliches, uninteressantes Gebüsch. Da müssen wir noch irgendwas noch mitmachen. Hallo? Ach, das ist die Elfenbotschafterin. Guten Tag. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Warum hast du dich hier angekettet? Warum hast du dich hier angekettet? Ich habe mich hier angekettet, um meinen Protest auszudrücken. Dieser brutalen, ökologischen Zerstörung konnte ich nicht tatenlos zusehen. Wow, das ist ja echt eine tolle Sache. In meinen Ohren klingt das nach einer äußerst absonderlichen und blödsinnigen Idee, die nur jemand haben kann, der eine Schraube locker hat. Der Erhalt unserer Umwelt für zukünftige Generationen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns Elfen. Was wollte sie sagen? Grünhäute? Was für eine bemitleidenswerte Kreatur bist du denn? Ich bin die Vertreterin der Elfen im Rat. Ich bin sozusagen die Oberelfe, wenn ihr so wollt. Yeah. So, du bist also eine Elfe. Ihr habt mich immer beim Regieren gestört mit eurem ökologischen Getue. Ach, du bist ja zivil. Ich finde es ganz, ganz schlimm, was du während deiner Regierungszeit angerichtet hast. Ganz schlimm. Wir als Elfen hätten bei einer Regierungsbeteiligung das grüne Gewissen sein können. Damit beantwortet sich auch schon die Frage, warum ihr nicht an meiner Regierung beteiligt wart. Du musst zur Abstimmung kommen, los. Du musst zur Abstimmung kommen, los. Das geht nicht. Diese Zwerge richten hier auf brutalste Weise eine ökologische Katastrophe an. Ich als Elfe kann da nicht tatenlos zusehen. Ich gehe erst weg, wenn die Bäume gerettet sind. Okay. Wir haben noch etwas zu erledigen. Bis später. Es hat mich ganz, ganz doll gefreut, dass ihr hier wart. Oh ja, ganz, ganz doll. Abgeholzte Bäume. Wie schrecklich. Hier liegen bereits die grausamen Baumreste der Rodungsaktion. Vielleicht kann ich mir gleich ein bisschen Holz für meinen Kamin mitnehmen. Seville, willst du etwa diese schreckliche Situation ausnutzen? Nein. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht?
Hippie-Wagen, Hippie-Kutsche. Wow, eine richtige Elfenkutsche. Das ist ja Flower Power pur. Ach, diese Baumkuschler sind ein nerviges Pack. Du glaubst gar nicht, wie mir diese Friedensanbeter auf die Nerven gingen, als ich als rechtmäßiger Tyrann noch die Kriege gegen unsere Nachbarreiche plante. Okay. Holzgesicht. Die Bäume hier haben Gesichter. Das würde mich von den Rodungen abschrecken, muss ich zugeben. Ja, das zieht bestimmt endlose Probleme nach sich. Haha, endlose. Was steht da? Endlose. Ein Ast. Herr der Ringe. Sehr interessant. Die Natur ist unser Freund. Wir müssen versuchen, mit ihr zu leben. Aha. Möchtest du vielleicht die Maus haben? Mach ich nicht. Grüne Farbe. Ich sollte meine Gegenstände lieber behalten. Können wir den Baum anmalen vielleicht? Wieso denn bloß? Weiß ich nicht. Dann ist er grün und öko und so. Hier, wir können sie mal waschen. Ich war noch nie dafür. Okay. Das war alles hier? Ach nee. Reste des Elfenwaldes. Das sind die letzten Bäume des Elfenwaldes. Seville, wir müssen den Wald retten. Warum sollten wir den Wald retten? Nenn mir nur einen Grund. Weil sonst die Heizkosten Winter für Winter steigen werden. Ein gutes Argument. Die Heizkosten bluteten mich ohnehin schon Jahr für Jahr aus. Und da war irgendwo noch eine Zielscheibe. Komme ich denn irgendwo hin? Oh, wer ist denn da? Rodungsmaschinensteuerzwerg. Geil. Ein riesiges Ungetüm, das offenbar den Wald abholzt. Das ist wirklich schlimm. Wir sollten dagegen vorgehen. Okay, dann reden wir mal mit dem Rodungsmaschinensteuerzwerg. Fachangestellten. Ha, Cat, Dog. Bei Ingerims bärtiger Mutter, was habt ihr hier zu suchen? Hat das wohl meine Mutter gesagt? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich bin Jetzt Ivan wieder, wer bist du denn? Vizepräsident der Zwergen Limited Incorporated AG. Okay. Zwerge habe ich mir ganz anders vorgestellt. Voll den Kleiner. Ich dachte immer, ihr arbeitet in irgendwelchen Minen und schürft dort Gold. Ich bitte dich, das ist schon Jahre her. Wir haben damals erkannt, dass man durch Goldschürfen zwar Gold verdient, aber der wahre Reichtum kommt dadurch, dass man andere für sich arbeiten lässt. Seit dieser Grundsatzentscheidung übernehmen wir nur noch die Geschäftsführungstätigkeiten, die wir in produktiven Meetings abstimmen. Okay, was machst du hier? Was machst du hier? Bei Aulus Abacus. Ich versuche hier zu arbeiten. Ich beschäftige mich damit, die Interessen der Zwergen Limited Incorporated AG durchzusetzen und die Bäume hier zu roden. Wie schändlich. Ihr rodet den Elfenwald? Wie schändlich. Schändlich vielleicht, aber die Umsatz- und Gewinnerwartungen sind astronomisch. Letztlich ist das Ganze ja eine Entscheidung, die der Vorstand zusammen mit den Aktionären zu tragen hat. Okay. Heimtückisch gute Idee. Den Elfenwald roden? Welch heimtückisch gute Idee. Oh ja, aus den Bäumen hier kann man die besten Streichhölzer und Zahnstocher von ganz Virianis herstellen. Ein die Baum pro Zahnstocher. Ist sehr gut. Deshalb wird hier kein einziger Baum stehen bleiben. Wenn nur diese Elfe endlich aus dem Weg gehen würde. Okay, was hat es mit dieser Elfe auf sich denn eigentlich? Diese störende Elfe stellt sich im Namen ihrer verquerten Weltansichten unseren Interessen hier entgegen. Sie hat sich an den Baum gekettet und weigert sich, unserer geliebten Rodungsmaschine Platz zu machen. Ihr könntet ja einfach trotzdem den Baum umsägen. Seville! Das zieht leider äußerst negative Publicity nach sich. Das würden wir gerne vermeiden. Okay. Wie könnt ihr das nur tun? Wie könnt ihr eigentlich den Elfenwald roden? Er gehört euch doch überhaupt nicht. Bei Dumatoins schürfender Schaufel. Das ist nicht richtig. Wir Zwerge haben den Elfen damals Geld geliehen, um ihr großes Treestock-Fest abzuhalten. Und dafür haben sie eine Hypothek auf den Wald aufgenommen. Da sie mit den Raten im Rückstand sind, gehört der Wald vorerst uns. Ah. Können wir das Rodungsding mal angucken? Können wir uns dieses Rodungsding einmal anschauen? Bei Mine Grimms Hühneraugen. Dieses Ding ist der Baumstückler 3000. Wow. Er kann einen Baum in 5 Sekunden zersägen und nahezu 13% des Holzes verwerten. Wow, dieses doch so viel. Dieses hochsensible Gerät wird der Öffentlichkeit nur selten präsentiert. Allerdings gibt es spezielle Führungen dafür. Okay. Wir müssen weiter. Bis später. Ja, ja. Puh. Lasst mich nur endlich in Ruhe arbeiten. Ja. So, warte mal, hier geflicktes Stromkabel. Ein Kabel, das zu der Rodungsmaschine geht. An einer Stelle sieht es etwas beschädigt aus.
Das kann die Maus ja durchnagen. Ein guter Plan, aber leider hat mich der Zwerg im Auge. Den muss ich erst loswerden. Mit wem redest du denn da eigentlich, Seville? Wie? Was? Mit niemandem im Besonderen. Mit mir. Ein riesiges Ungetüm. Das ist wirklich schlimm. Ja. Wir sollten dagegen vorgehen. Ort der Entspannung. Ein kleines Klohäuschen. Dort gehen die Zwerge wahrscheinlich ihren Geschäften nach. Geschäften. Das war definitiv ein geschmackloser Kommentar. Reste des Elfenbeins Rodungscamp. Das ist wohl das Lager der gierigen Zwerge. Vielleicht, obwohl ich noch niemand singen höre. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Okay, also irgendwie muss die Maus auf jeden Fall da durchnagen. Wie können wir ihn denn ablenken? Vielleicht auch mit einer Maus? Ich würde sagen, nein. Bei Ingerims Berg. Ja. Können wir... Bei mir, dieses Ding ist der Baumstückler 3000. Er kann einen Baum in dieses hochsensible... Wir müssen weiter. Ja. Ich dachte, ich könnte währenddessen dann irgendwie... Haben wir das auch schon gesehen? Wie schrecklich. Hier liegen... Vielleicht kann ich... Aber natürlich... Ich dachte, wir könnten da, während wir mit ihm reden, während er so wegguckt... Naja, schade. Ladebildschirme sind auch mal was Schönes. Hatten wir lange nicht mehr. Aber es ist immerhin schön designt. Gefällt mir hier. So, können wir denn jetzt hier hingehen und das mal starten lassen hier? Wir haben einen Moderator, wir haben noch ein Model oder fehlt noch ein Model? Model. Hallo nochmals. Hallo. Was für Leute werden denn für dieses Showstar noch benötigt? Wir brauchen noch ein weiteres Model für den Start von Showstar. Okay, ein weiteres Model. War nett mit dir. Ein weiteres Model. Vielleicht El Jolio? Nee, der ist ja keine Frau. Die Fee. Hallo, ihr Schnuckelchen. Hallo, warum bist du denn hier? Man hat dich doch eingesperrt. Aber jetzt stehst du am Pranger? Warum nicht? Ach, Schätzelchen. Dieser Basilius hat die Macht übernommen. Und jetzt ist das Gefängnis so überfüllt, dass man mich hier ausgelagert hat. Kann man was für dich tun? Können wir etwas für dich tun? Befreien wäre ein guter Anfang. Diese Fesselchen quetschen mir ein wenig meine Hände. Och, eigentlich finde ich den Anblick ganz angenehm. Na, Seville. Seville, sei nicht so gemein. Ich bin jetzt du? Ich bin jetzt du. Ich habe jetzt deinen Platz bei der Abstimmung eingenommen. Seville, wie kannst du nur? Schon gut, Mausezähnchen. Eigentlich bin ich ganz froh, dass ich nicht mehr zu diesen ermüdenden Abstimmungen muss. Es dauert immer ewig, bis alle beisammen sind. Ja. Haben wir auch schon bemerkt. Aha. Wir brauchen noch jemanden für diese Show. Wir bräuchten noch jemanden für diese Show. Hättest du nicht Lust, da mitzumachen? Schnuckelchen, wenn ihr mich hier rausholt, bin ich zu allem bereit. Können wir dich dann also für unseren Casino-Raubzug fest einplanen? Zu fast allem. Also du machst bei der Show mit? Wenn ihr mich hier befreit, dann gerne. Okay. Na dann, lass den Kopf nicht hängen. Ach so, das ist ja schwierig für dich. Okay. Vorhängeschloss. Dieses Schloss hält die Fee genau dort, wo ich sie haben will. Seville! Was ist das nur für ein Wäldchen, wo arme, schwache Feen ins Gefängnis eingesperrt werden? Ja, schlimm. Und wo die Folge nach knapp 19 Minuten schon beendet wird. Was ist das nur für ein Wäldchen? Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freudchen und bis zum nächsten Völkchen. Bye, Seville. Macht's gut und danke fürs Zusehen. Tschüsschen!